Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to iRacing World Championship Grand Prix Series. Das ist echt ein langer Name. Wir fahren den VRS MX5 Cup auf Lime Rock Park. Es ist jetzt mein allererstes Rennen hier. Ich nehme einfach mal auf, ich stream gerade nicht, deswegen ist die Qualität wahrscheinlich wieder erheblich besser. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, was passiert. Ich bin Siebter qualifiziert, eine halbe Sekunde hinter dem Ersten. Also 6 Zehntel, ziemlich genau. Bin da die 7. von 8 gefahrenen Zeiten. 19, 11 sind gar nicht erst losgefahren. Oh, es geht direkt los, das freut mich schon mal. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal, was geht. Eine halbe Sekunde pro Runde ist nicht so viel im Quali. Es kann sein, dass sie das im Rennen gar nicht halten können, im Vorsprung. Left side. Still there at your door. Da vorne. Boah, gib bloß weg. Still there. Still there. Clear. Klar, zieh rein. On your left. Still there at your door. Clear. Das hat Zeit gekostet. Und Schwung. Und fuck. One on the right side. Clear. Na gut. Ich sehe, hier fahren Leute mit Hirn. Komm schon. Jawohl. War am Limit, aber ging noch. 1:09.723. Jetzt schauen wir, dass wir da vorne wieder ranfahren. So wie ich das sehe, können wir schneller als der Grüne, weil der hat auch Platz vor sich. Wir müssen einfach. Wir fahren hier 20 Runden, ne? Da muss man einfach jetzt mal mit Gefühl ein bisschen Rhythmus reinbekommen. Weil hier sind so viele Kurven, die man einfach blind anfährt oder irgendwie mit Gefühl wieder ans Gas gehen muss. Also ohne richtige Punkte, wo man sagt, ja gut, hier kann ich wieder. Da will ich jetzt erstmal Rhythmus reinbekommen. Und dann auf Attacke gehen. Die da vorne fighten immer. Der Rote und der Weiße, die fahren mir sicher nicht davon. Nein, nein, nein. Boah, das war knapp. Na, hier kann man Stempel drüber gehen, wenn man es richtig anfällt. Alles klar. Also Leader Pit Road, das ist geil. Jetzt sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Oh, da steht einer in der Pitbox, das ist bitter. Mann, immer komme ich auf diesen Curb drauf. Warum fahre ich denn so eng? Oh, jetzt. Jetzt kam er aber. Der Arsch.
Ich meine, die setzen sich gerade ab vor mir. Das wäre natürlich nicht gut. 1:04.485. Das Wichtigste ist, dass man hier oben gerade gelenkt hat, weil ansonsten ist er weg. Wir sind auch gut dabei. Jetzt haben wir wieder Windschatten. 59.716. Eieiei. Tschüss. Anstrengend. Wieder mega kacke angefahren. Oh, und da geht der erste vom Flöten. Das war haarscharf, was der da gemacht hat. Fünfter. 1:09.28. Attaboy, go get him, man. Das war auch wieder ein Überholmanöver von dem Freund. Der Rote ist jetzt aggro. Ich meine, verständlich. Da hat er aber... Oh, der attackiert. Right side. Clear. Das habe ich kommen sehen. Das habe ich einfach kommen sehen. Das ist die natürliche Selektion im Rennsport. Schon sind wir Vierter. Wenn wir uns jetzt den Roten noch schnappen können. Was mega nice wäre, weil der könnte ja theoretisch Schaden am Auto haben. Boah, jetzt war es aber schon wieder grenzwertig. Ja, der zieht uns trotzdem ab. Scheiße. 1:09.17. Be patient, my man, you'll get it. So. Einfach smooth and clean nach Hause fahren. Allein schon so ein Null-Ink-Rennen würde mir mal wieder gut tun.
Boah, die vorne ist einfach ungemein schnell. 1:0.228. Wir können uns irgendwie dran halten. Ich weiß auch nicht. Entweder könnten wir eigentlich schneller und wir machen so viele Fehler, oder der macht es, oder der ist schneller und macht Fehler. Boah, richtig scheiße angefahren die Kurve, aber das ist irgendwie schneller. Boah, wir sind jetzt erst bei der Hälfte. Ich habe mir es irgendwie um die Uhrzeit entspannter vorgestellt. Jetzt sind wir mit viel besserem Schwung rausgekommen. What the fuck? Was war das zur Hölle? Mann! Wir waren dran am zweiten. So, jetzt verlieren wir den Platz an, jetzt sind wir wieder Fünfter. Oh fuck, ist das ärgerlich. Mann, nein! Es darf nicht sein. Oh, scheiße. Wer ist denn der hier? On your left, all clear. Mm-hmm.
Wir machen zusammen in jedem scheiß Rennen einen Fehler. Das ist so ärgerlich. Aber in jedem. 1:01.399. Auto und Strecke total egal. Irgendwo haben wir einen Patzer rein, das ist ärgerlich, das muss ich abstellen. Na, komm mal. Wir können uns aber nicht richtig ranleiten. 1:00.536. Boah, was war denn das jetzt? Da habe ich ausgebremst, die Sau. Hallo, einlenken. Fünfter wäre natürlich bitter. Dann kannst du auch Gift drauf nehmen, dass die zwei hart werden. Fuck off, das war ein Überholmanöver. Mein lieber Schieber, ey. Puh, jetzt hat er Herzschlüchtern.
Jetzt komme ich hier zu weit raus, jetzt kriegt er wieder mehr Schwung mit. Da hat er sich wohl verbremst. Warum liegt das Auto nicht, wenn keiner vor mir ist? Das kannst du echt nicht sein. Das hat er genug ausgebremst. Das muss reichen. Yes. Right side. Checkered this time. And that was a lot of work. Junge, war das ein Rennen. A lot of work. Really good job on the racetrack, man. Really proud of everybody. Mein Herz schlägt gerade ungefähr. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie knapp das war. So, jetzt gehen wir mal. Ah, das war eine zu viel. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wie krank war das denn bitte? So, die letzten zwei Runden, die geben wir uns jetzt nochmal. Holy shit. Ohne Scheiße, das war... Da stechen wir rein und er macht trotzdem einfach die Tür zu. Da hat schon gescheppert. Das ist so ein... Sowas ist nicht cool. Den habe ich halt dann enorm unter Druck gesetzt, ne? Da habe ich ausgebremst. Dann sind wir aber hier mit viel mehr Schwung rausgekommen. So, und dann bin ich mal richtig im Arsch gesessen. Aber mal ohne Scheiß. Ich glaube, näher ging nicht mehr. Das müssen wir uns kurz aus einer anderen Perspektive angucken. Nose. Ich glaube, da war gar kein... Da war, oh, hier war es schon richtig eng. Dann hier mit mehr Schwung raus. Nochmal gelupft, damit ich nicht hinten drauf war. So, und jetzt hinten reingesetzt. Aber wie hinten reingesetzt? Ja, meine Kamera ist in seinem Getriebe gewesen. Man kann mir nicht erzählen, dass ich ihn da weit geschickt habe. Es gab keinen Car-Contact. Und dann gehen wir da... Falsche. Dann gehen wir da bergauf an dem vorbei. Da hatte ich aber echt einen Herzstillstand. Weil wenn der einen Rutscher kriegt, dann sind wir beide weg. Dann war ich durch. Hat der irgendwas geschrieben? Ja. Einfach nur Disconnect. Boah, Junge, Junge. Wir speichern mal schnell, bevor das hier jetzt nicht mehr geht. Ja, ist sowieso das Einzige, was ich gespeichert habe. Da sticht er mir innen rein und bremst einfach viel zu spät. Dann gehe ich wieder innen durch. Ich habe trotzdem noch im Arsch geklebt. Holy shit. Ach ja, übrigens, hier seht ihr gerade meinen neuen Skin für alle Livestreaming-Aufnahmen und Videos für den Mazda Cup. Den könnt ihr euch bei Trading Paints runterladen, falls ihr Bock drauf habt. Einfach LRP suchen oder eben meinen Namen, dann findet ihr die. Ihr müsst aber auch so zu finden sein. Junge, war das hier nochmal knapp. Da habe ich nochmal versucht auszubremsen, aber es hat nicht so ganz hingehauen. Und dann war es nicht mal doch eine ganze Wagenlänge Vorsprung gehabt. Also, meine ganze Wagenlänge Vorsprung gehabt. Hohoho, das war geil, das Rennen. Wir schauen uns jetzt noch kurz die
die Ratings an. So, dann sehen wir jetzt mal das Rating komplett. Wir haben sage und schreibe plus 0,11 bekommen und plus 10 i-Rating. Also genauso wollte ich das. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Checkt auch noch das, die Playlist in der Endcard aus. Da seht ihr die ersten beiden Rennen, also von Woche 2 noch zwei Rennen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Lopez Racing Planet.